Wenn die dich abhören wollen, dann können die das auch ohne eine Alexa. Dann haben die auch ihren Handy. Dann haben die mein Mikrofon. Die haben meine Webcam. Wenn die was wissen wollen von mir, dann machen die das nicht, weil ich auf einmal ein Amazon Echo habe. Also, nee. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. Im Level Tannenaufzug, welches übrigens auch das letzte Level von Frostfadenheim war, habe ich etwas darüber geredet, wie schön es doch mal wieder wäre, weiße Weihnachten zu haben. Danach ging's ab ins Kosmoland, welches ganz offensichtlicherweise in der Zukunft spielt. Und ich habe auch schon ganz kurz ein Thema angeschnitten, das ich auf jeden Fall in dem heutigen Part bereden werde, also dranbleiben. Und am Ende haben wir noch den Möbel- und Stoffladen komplett ausgekauft. Wir sind halt einfach die Besten. Weiter geht's im Kosmoland in Stromhausen, Leute. Und ich habe euch ja schon im letzten Part angeteasert, dass ich wahrscheinlich etwas über diese ganze Zukunftsthematik reden werde, über Digitalisierung generell, über künstliche Intelligenzen und so weiter. Wie ich auf dieses Thema komme, passt eigentlich ziemlich gut, denn in der Schule habe ich gerade zufälligerweise einen Artikel gelesen, der eben genau dieses Thema behandelt. Und da sind natürlich ein paar Hauptpunkte, dass ja sehr viele Leute tatsächlich Angst vor der Digitalisierung und vor künstlicher Intelligenz und so haben. Digitaluhr, von dieser Uhr kann man die Zeit auch ablesen, wenn das Licht aus ist. Ja, wunderschön. Sehr modern. Ja, auf jeden Fall darum ging es eben und dass man nur, dass nur die negativen Punkte gesehen werden und nicht die positiven, was die Modernisierung, was künstliche Intelligenz und so weiter. Lol, ich merke jetzt erst, dass das Main-Theme einfach nur geremixed in modern ist. Oh lol. Was die Modernisierung, was die ganze Technologie und so schon alles verbessert hat in dieser Welt. Aber es kommen alle dann wieder immer daher mit, ja, die und die Firma überwacht uns und ja, was weiß ich, ne? Ich meine, ist ja schön und gut, dass man diese Sorgen hat. Ich verstehe das auch. Ganz klar. Ich meine, ist mir schon klar, hey NSA, was geht ab? Ich weiß, ihr hört mich gerade oder auch, ich habe mir, wenn ihr das seht, vorgestern am Cyber Monday habe ich mir tatsächlich ein, wow, was war das für ein Lag? Etwas Neues gekauft. Und zwar einen Amazon Echo. Das heißt, ich habe mir eine Alexa gekauft. Und da gibt es ja auch mehr oder weniger so ein paar Skandale inzwischen. Ja, nee, die hört alles, was sie im Wohnzimmer und so sagt und bla bla bla. Ganz ehrlich, ich habe das bei mir im Zimmer stehen dann, wenn es kommt. Das wird so oft jetzt gekauft, weil es für 30 Euro im Angebot war, der Echo Dot. Der neueste von der dritte Generation. Der war so fett im Angebot für 30 Euro, dass er halt erst am 20. Dezember oder so lieferbar ist. Komplett crazy. Ja. Aber ich muss halt dazu sagen, wieso? Ach, da ist es so ein Dude. Ach so, ich habe mich schon gefragt. Okay. Alles easy. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, klar, ist nicht geil, wenn Amazon wirklich alles abhören sollte. Ich meine, die Mikrofone sind dauerhaft aktiviert, damit eben Alexa weiß, wenn man Alexa sagt. Ist klar, dass die Mikrofone da dauerhaft aktiviert bleiben müssen. Aber ganz ehrlich, wenn die dich abhören wollen, dann können die das auch ohne eine Alexa. Dann haben die auch ihren Handy. Dann haben die mein Mikrofon. Die haben meine Webcam. Wenn die was wissen wollen von mir, dann machen die das nicht, weil ich auf einmal ein Amazon Echo habe. Also, nee, wirklich nicht. Ich meine, das ist halt so ein Grund, warum mir meine Eltern das eigentlich nicht erlauben wollten. Aber ich habe jetzt mehr oder weniger eigentlich auf eigene Faust gehandelt und mir das Ding zugelegt. Beziehungsweise ich habe es mir halt jetzt erstmal bestellt. Weil ich das Problem halt nicht sehe. Es ist außerdem mein Zimmer und da sehe ich halt nicht das große Problem, warum ich da jetzt kein Echo stehen haben soll. Ich finde, ehrlich gesagt, den Echo einfach nützlich. Ich meine, ich habe derzeit noch keine Philips Hue-Lampen, also diese Smart-Lampen, habe ich derzeit noch nicht. Aber ich würde mir die gerne zulegen, sobald ich wieder ein bisschen Geld auf Reserve habe. Derzeit ist es ein bisschen knapp alles bei mir.
Weil halt, ja, Spiele und so, ne, kennt euch alle aus. Kommen derzeit ein bisschen viele Spiele raus und so weiter und so fort. Aber sobald ich wieder ein bisschen mehr Geld habe, würde ich mir gerne auch solche Smart-Lampen kaufen, damit ich auch wirklich von meiner Alexa wirklich in vollen Zügen etwas habe. Ja, so sieht's aus. Soweit der Stand der Dinge zu dem Ding. Ich meine, zu dem Amazon Echo-Thema so. Ja, die Überwachung von den großen Konzernen. Oh nein, wie schlimm. Ja, ich sehe da ehrlich gesagt nicht das Problem drin. Wenn die einen überwachen wollen, dann können die das jederzeit machen. Und das ist scheißegal, ob du da ein Amazon Echo oder irgendwas hast. Ja, also wirklich. Das ist komplett egal. Ja. Eine weitere Sache, die man natürlich erwähnen sollte, ist generell die Digitalisierung, Roboter und so weiter, beseitigen natürlich viele Arbeitsplätze. Viele Sachen, die früher von Menschen gemacht wurden, werden jetzt von Robotern gemacht. Aber da habe ich eben auch in diesem Artikel gelesen, ja und weiter, ist es nicht scheißegal? War es nicht früher genauso? Es war früher genauso. Leute, der Kutscher wurde auch einfach abgelöst. Der Kutscher wurde abgelöst vom Auto, zum Beispiel jetzt. Wisst ihr? Also, es ist schon immer so gewesen, dass so Sachen einfach mal, ja, einfach durch die Modernisierung abgeschafft werden. Beziehungsweise, es müssen sich halt viele Leute umbilden, genau. Also, die müssen einen neuen Beruf erlernen, beziehungsweise in ihrem Beruf sich halt fortbilden. Die älteren Leute sollten sich nicht so gegen die Digitalisierung sträuben. Das ist ja ein großer Punkt, das merke ich ja auch selber, zum Beispiel bei meinen Eltern. Mein Vater jetzt nicht ganz so, aber meine Mutter zum Beispiel jetzt, ich sträube sich schon sehr gegen die Digitalisierung und verstehen auch vieles nicht und wollen auch vieles nicht verstehen. Und das sehe ich schon als Problem, weil, ja, dadurch kommt es halt immer wieder mal zu Konflikten und die älteren Leute verstehen dann halt einfach nicht, warum wir Sachen machen, die wir halt so machen. Versteht ihr? Weil, ich meine, dieses ganze Zeug, viel vorm Handy sitzen oder so, die sehen das ja nur, als wären wir, als wäre uns langweilig oder als wären wir süchtig danach oder so und sehen ja gar nicht, dass es da auch richtig viele gute Sachen gibt oder genauso am PC spielen, YouTube-Videos, was weiß ich was, das verstehen die alles nicht. Das ist wie wenn du gegen eine Wand redest, ich mag das ja selber. Ich kann es denen nicht übel nehmen. Ich würde auch Sachen nicht verstehen, wenn ich jetzt in deren Lage wäre. Keine Frage. Gar keine Frage. Also, ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Das würde mir auch nicht anders gehen an deren Stelle. Aber generell, die Auffassung von den ganzen Menschen zu KI und so, KI wird uns alle umbringen und bla bla bla, stand eben auch in dem Artikel. Es ist erstens mal so, dass künstliche Intelligenz oder generell die Technologie, die Modernisierung uns schon so viel geholfen hat. Zum Beispiel in der Medizin gab es so eine Statistik, ja, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf. Ich habe mir das heute nur einmal oder so durchgelesen in der Schule. Aber ich fand es interessant, weil anscheinend ist es so, eine Maschine alleine hat eine 90%ige Erfolgsquote. Hört sich ja nicht mal schlecht an. Ein Schaltkreisteppich, gefällt dir die Vorstellung in einem Computer zu leben, dann ist das dein Teppich. In dem Computer will ich jetzt nicht leben. Ja, aber die Statistik war, glaube ich, 90% Maschinen alleine, Erfolgsquote und so in der Medizin circa sowas, ne? Ist schon krass, ja? Dann Menschen alleine, eine 93%ige Erfolgsquote oder sowas. Und dann Maschine plus Mensch in Zusammenarbeit. 97%, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das ist eine Ansage. Man merkt einfach, Menschen und Maschinen, die zusammenarbeiten, sind ein unschlagbares Duo. Maschinen alleine schaffen es nicht. Da sind Menschen alleine sogar noch besser. Aber Maschinen und Menschen in Zusammenarbeit, das ist eine Ansage, Leute.
Maschinen und Menschen in Zusammenarbeit, das ist wirklich eine Ansage. Und wir haben es gerade echt verkackt. Wir haben nicht die Goldmedaille. Ja, die muss ich noch nachholen. Also, ja, versteht ihr, was ich meine? Ne? So ist das. Also, was eben auch in dem Artikel stand, ist, dass es in unserer Verantwortung liegt. Es liegt in unserer alleinigen Verantwortung, dass wir diese Maschinen so programmieren und dass wir die Maschinen so konzipieren, dass das nicht aus dem Ruder laufen kann. So wie zum Beispiel in Detroit Become Human. Sowas zum Beispiel. Wenn wir nicht drauf aufpassen, kann das passieren. Und das sollten wir wirklich aufpassen. Es ist gefährlich, aber solange wir darauf achten, als Menschen, dass das nicht passiert, ist alles gut. Wir dürfen nur nicht zu leichtfertig mit der ganzen Sache umgehen. Das sollten wir nicht. Aber ich denke, dass wenn man es ernst genug nimmt, die ganze Sache, und nicht unnötig viel Angst hat, wie halt viele Leute haben, dann geht das alles super. Also keine Frage. Also, ja. Ich glaube, dass das eine tolle Zukunft wird. Ich meine, falls sich jetzt jemand fragt, warum ich mir denn überhaupt so eine Amazon Alexa gekauft habe. Erstens mal wegen dem Preis. Ich meine, ich habe auf das Ding schon länger mal hingeguckt. Aber ich hatte noch nie so einen wirklichen Grund, mir das zu kaufen. Dann habe ich mich jetzt mal näher damit befasst, was man damit wirklich alles machen kann. Und das ist mehr, als ich gedacht habe. Also wirklich. Ich meine, ich weiß ja, dass man damit Lampen und so steuern kann, generell Smart-Geräte, aber sowas habe ich halt bei mir im Zimmer derzeit noch nicht. Aber würde ich mir auch gerne bald zulegen. So smarte Lampen und so, die ich halt einfach so, Alexa, Licht aus, ne? Ist chillig, keine Frage. Oder einfach generell auch die Weckfunktion, finde ich super. Ich meine, ich habe hier mein Samsung Galaxy S9, das weckt mich ja auch. Jeden Morgen mit einem verschiedenen Klingelton, je nachdem wie das Wetter draußen ist. Normalerweise sollte mir das Ding auch sagen, ob es heute schön wird oder was für Nachrichten gerade so anstehen. Macht's aber nicht, weil Bixby irgendwie komplett verbuggt ist. Keine Ahnung. Macht's halt irgendwie nicht so, wie es soll. Finde ich schade, aber ist so. Und die Sache ist, bei Alexa kannst du dir auch noch Tweaks und so installieren. Du kannst Musik hören. Und diese Tweaks zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel eine 100 Sekunden Zusammenfassung der Nachrichten vom letzten Tag oder was in der Nacht geschehen ist, anhören, in der Früh, zum Aufstehen. Ich liege sowieso meistens noch, nachdem mein Wecker läutet, 5 oder 10 Minuten im Bett, da kann ich halt noch chillig aufwachen, indem ich einfach sage, okay, Alexa, weck mich morgen um 5.30 Uhr auf, und zur Morgenroutine gehört dann halt dazu, ja, weck mich langsam auf, dann sagst du mir bitte, wie das Wetter heute ist, ob es irgendwelche Verkehrsschwierigkeiten gibt zur Schule, ob der öffentliche Verkehr super läuft, oder irgendwas anderes, oder die 100-Sekunden-Zusammenfassung von den Nachrichten und so weiter und so fort. Sowas finde ich schon cool. Ich weiß nicht, ich bin für sowas auch leicht zu begeistern. Das kann man nicht abstreiten. Aber ja. So ist es. Jetzt müssen wir hier, wie viele? 25 von den Viechern. Wow. Kommen unendlich 4 ran. Ich hoffe doch, dass hier unendlich rankommen. Okay. Zack, schön zielsuchende Dinger hier. Alles klar. Ey, das war nicht so geil. So, wunderschön. Haben wir es schon fast? Jo, gerade noch geschafft. 25 haben wir. Gut. Aber dieser Bizepeter hat noch ein paar Level für uns. Ja, sieht man. Aber jetzt gehen wir erstmal zu jemand anderem, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Ne? Gehört ja auch dazu. So ist es. Was haben wir hier? Den Flanellphönix als Muster. Okay, cool. Okay, Hucke Paula in 1 Minute zum Thron bringen in Stromhausen. Das ist ein 4-Sterne-Level.
Das wird... okay. Konzentrieren, Freunde. In einer Minute zum Thron bringen. Wo müssen wir hin? Irgendwo... was? Hä? Jetzt ernsthaft? Jetzt really? Warte. Ich glaube, irgendwas überreiße ich hier gerade nicht. Ja, nee. Irgendwas überreiße ich hier gerade nicht. Irgendeine Schwierigkeit gibt es hier nämlich auf jeden Fall noch. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ach so, ja klar, die Viecher da sind die Schwierigkeit. Lol. Okay. Yo, Diggi. Kann Hucke Paula darüber? Nee. Okay, komm. Rüber da. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir ihr genug Speed mitgegeben. Und da haben wir es auch schon geschafft. Ja, okay. Aber war wirklich nicht ganz easy, war ein bisschen tricky. Gute Mischung, hat mir gefallen. Und sie hat noch ein Level für uns, okay? Ja, dann machen wir den Level doch noch, wenn du das willst, Hucke Paula. Alles klar. So, hau raus, du Gute. Ich hab die, das musste jetzt gar nicht angeguckt, aber sie hat noch ein Level, also spielen wir das noch. Kletterboningen, bringe Hucke Paula in 1 Minute 30 zum Thron. In Kletterboningen? Das ist aber schon ein uraltes Level. Egal, in 1 Minute 30, 4 Sterne, also wieder konzentrieren ist angesagt. Irgendwo weiter oben ist der Thron. Hier müssen wir jetzt wirklich ein bisschen weiter laufen. Und auch wirklich schauen, dass wir hier keine Fehler machen. Vor allem mit diesen Viechern hier nicht. Die, glaube ich, sollen sie uns nämlich unnötig erschweren. Also nicht unnötig, aber... ja, ist halt ein bisschen blöd, dass die einem das Ganze erschweren sollen. So, gehst du wieder hoch? Nee, der hier geht immer hoch. Ich dachte, das wechselt sich ab. Okay. Zack, hoch mit dir, Hucke Paula. Oh, wir schwingen uns mal ganz kurz rüber. Wow. Okay, okay. Das war nicht so geil. Aber hier oben ist ja schon das Ziel. Das ging ja einfacher als erwartet. Ging tatsächlich einfacher als erwartet. So, können wir uns noch ganz schnell ein paar Juwelen abholen? Zählt das noch nach Abschluss des Levels? Oh ja, ich glaube, das zählt wirklich noch. Cool. Cool. So, aber sie hat kein Level mehr für uns. Okay, das heißt, jetzt gehen wir noch schnell zu Such mich. Nachdem sie uns ihren Stoff gegeben hat. Das hört sich so falsch an. Okay. Hau raus den schräg gepunkteten Stoff. Das nenne ich mal einen Namen. In der Stadt der Zukunft. 4 Sterne in 3 Minuten alle Suchmichs finden. Machen wir jetzt zum Abschluss des Parts. Ja. Okay, Stadt der Zukunft ist natürlich schwer mit den Zügen. Gebe ich zu. Denn die Züge könnten es wirklich ziemlich erschweren. Wenn wir so einen Zugabschnitt dabei haben. Wenn wir so einen dabei haben, ist die Frage, ne? Okay, da oben ist ein Suchmich. Sehr schön. Gut, 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 gut. Das war nicht so sick. Ja, klar. Ja, moin. Zack. Komm her. Oh, da ist auch eins. Sehe ich, dass da auch eins drin ist. So ein Suchmich. Einmal kurz ablegen, bitte. Danke. Und zack. Da kommt die ganze Reihe eins runtergefallen. Nach dem Waddle Dee kommt da öfters mal eins runtergefallen. So ein Such mich. Ja, so sieht's aus. Das dritte haben wir jetzt schon. Aber ich glaube, es sieht tatsächlich so aus, als würde kein so ein Zugabschnitt kommen. Ja, komm, aber so ein Zugabschnitt wäre auch leicht asozial gewesen. Also, wenn du da dann halt eins verpasst, ist Ende im Gelände. Und das ist halt auch nicht so nett. Okay, da ist ein Such mich, ne? Das hat man ziemlich eindeutig gesehen. Und jetzt fehlt noch ein letztes. Da drüben ist es. Okay, das Zeitlimit ist jetzt natürlich lächerlich gewesen. Also das Zeitlimit hätte man wirklich ein bisschen anders gestalten können. Naja, okay. Hat noch jemand ein Level? Nö. Okay. Ja, dann würde ich aber auch sagen, dass wir es für diesen Part erstmal lassen. Bizepeter hat noch immer ein paar Level. Aber wir brauchen ja auch für den nächsten Parts was und wir schalten dann auch bald noch den letzten Bewohner frei, damit uns nicht langweilig wird und damit wir das auch noch fertig bekommen. Gut. Also Leute, dann würde ich sagen,
sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.